Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Quickies. Weitere Gewalt gegen Demonstranten in der Türkei. Die NSA spioniert die Deutschen aus. Google möchte weltweit für Internet sorgen und möchte 4,8 Milliarden Menschen ins Internet bringen, die bis jetzt noch nicht daran teilnehmen konnten. Du hast die Macht. Aus der Ursprungsstadt der deutschen YouTube News werden euch präsentiert die Quickies mit Kai von Nordpunkte. Ministerpräsident Erdogan sorgt weiter für Gewalt gegen Demonstranten in der Türkei. Was Ministerpräsident Erdogan beim Räumen des Platzes am Samstag nicht wusste, ist, dass auch Claudia Roth, die Bundesvorsitzende der Grünen, sich zu diesem Zeitpunkt auch auf dem Taksimplatz befunden hat. Sie selber beschreibt die Situation dort vor Ort mit den Worten: "So stellt man sich Krieg vor." Was meint ihr? Übertreibt Ministerpräsident Erdogan mittlerweile? Ich bin der Meinung, Ministerpräsident Erdogan hat jeden Realitätsbezug in der Türkei verloren und sollte sicherlich nicht länger in der Regierung sitzen. Eure Meinung in die Kommentare. Die NSA spioniert besonders gerne uns Deutsche aus. Im europaweiten Vergleich werden besonders die Deutschen von der CIA und auch der NSA ausspioniert. Die NSA und die CIA bedienen sich dabei des Internets, besonders Plattformen wie Facebook oder Google sind hier häufig Ziel der Anfragen der Geheimdienste gewesen, um persönliche Daten über uns herauszufinden. Ich persönlich bin der Meinung, dass NSA und CIA da ganz, ganz gewaltig über die Stränge geschlagen haben, aber eure Meinung dazu würde mich auch sehr interessieren. Schreibt sie mir unten in die Kommentare. Google möchte jetzt mit einem Modellversuch das Internet überall hinbringen. Über 4 Milliarden Menschen haben aktuell keinen Zugang zum Internet. Das möchte Google jetzt ändern. Dazu gibt es neue Satelliten, also eigentlich Heißluftballons, die mit Helium gefüllt werden, die in 20 Kilometern Höhe aufsteigen und ein Sendeempfangsmodul haben. Am Boden braucht man auch ein solches Sendeempfangsmodul und dann kann man darüber direkt aufs Internet zugreifen. Warum ist das besonders praktisch? Weil es in vielen Gegenden auf dieser Welt überhaupt keine Möglichkeit gibt, Kabel für Internet zu verlegen und dementsprechend die über 4 Milliarden Menschen aktuell gar nicht auf das Internet zugreifen können. Ich persönlich halte das für eine sehr gute Erfindung, denn damit gibt Google vielen Menschen die Möglichkeit, auch ins Internet zu gelangen, die es bis jetzt nicht konnten. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch die Gefahr, denn wenn Google das Internet selber zur Verfügung stellt, als Internet Service Provider, hat Google auch die alleinige Macht über diesen Internetzugang und niemand sonst. Was meint ihr zu dem Thema? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder für diese Ausgabe der Quickies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre es super, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und einen Kommentar auf jeden Fall unter dieses Video schreibt. Wie steht ihr zu den verschiedenen Themen, die wir in dieser Ausgabe angerissen haben? Gebt auch mal Feedback zum Format insgesamt. Ich würde mich darauf freuen und die Kollegen aus der Du hast die Macht Redaktion sicherlich auch. Vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Kai. So, moin moin und hallo, Ole mein Name. Eigentlich bin ich sonst immer hinter der Kamera, aber ich habe die Kamera einfach mal umgedreht und ich krieg gleich einen Drehwurm.